Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Crusader Kings 2 mit der Handelsrepublik Venedig und unserem Dogen Raoul, der sich aktuell wirklich auf Konfrontationskurs mit dem Herzog Ciro befindet, weil der Oberbürgermeister Folko soll direkt uns unterstellt werden und nicht mehr dem Herzog unterstellt sein. Das sieht sehr gut aus. Wir haben alle möglichen Schlachten gewonnen. Wir haben Ferrara hier oben komplett besetzt. Und ich nehme mal an, dass das bald hier ein Ende haben wird, da sich Ciro hier schon mehrfach geschlagen geben musste. Er hätte sonst eine 10.000er Armee gehabt. Aber jetzt sieht es wirklich so aus, dass er hier sich von den Verlusten nicht erholen kann. Oh, der neue Vogel ist fast so perfekt. Ich genieße jeden Jagdausflug mit ihm und dem Koch gehen schon die Kaninchenrezepte aus. Wir werden... Ja doch, wir werden ein Falkner. Warum denn nicht? Sehr schön. Wir sind ein Falkner, wir bekommen dauerhaft einen Diplomatiepunkt und ja, das ist auf jeden Fall sehr nützlich und hilfreich bei dem, was Raoul so vorhat. Ein Kindheitsfokus für Arnoldo. Ich habe schon neue Zahlen ausgewürfelt. Die alten waren schon ausgegangen. Wir haben jetzt ja so viele Verwandte und Kinder hier. Das ist jetzt ein Bastard von Ugolino noch. Und der bekommt die 2, also Sparsamkeit. Ja, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Die männlichen Charaktere, das ist zwar zufällig, aber die bekommen hier meistens so Wirtschaftsgeschichten. Das ist ganz gut. So, mein Lehnsherr, wie scheint, trägt meine Arbeit in Bologna allmählich Früchte. Es ist mir gelungen, einen Herrschaftsanspruch auf den Titel Großstadt zusammenzuspinnen. Nein, das werden wir nicht machen, weil ich bin eigentlich auf der Suche nach dem Herzogtitel und nicht nach dem Großstadttitel, aber das ist halt wahrscheinlicher, dass wir den Großstadttitel bekommen. Irgendwer hat was gemacht, aber ich konnte es nicht anklicken gerade. Ja. Ein die Jure-Vasallen zurückgenommen, findet er auch nicht so gut. Na gut, das ist Pech. Ja, ein Handelsschiff ist leider verloren gegangen aufgrund eines Sturms. Das ist natürlich schade, aber lässt sich auch nicht ändern. Das ist sehr traurig. Und ja, man sieht schon, hier Lagerfieber hat den ganzen italienischen... Despot Eustasios hat Ciro auch die Revolte zum den Krieg erklärt. Ja, das ist jetzt natürlich schon gefährlich. Und wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir ihn hier in Bologna abfangen. Und dann nach Florenz. Wir wollen den besiegen. Und wir wollen hier die 100% haben, bevor der Italiener noch irgendwie jetzt zusammenkommt. Und uns hier irgendwas abluchst. Da hat er natürlich ein Interesse dran, aber das werden wir nicht zulassen. Ja, wir werden ihn jetzt noch ein finales Mal besiegen. Er kommt auch schon an und weißen Frieden? Nein, das lehnen wir ab. Wir werden dich jetzt vernichten, mein Freund. Einen weißen Frieden werden wir nicht annehmen. Adalberto, das interessiert mich gerade nicht, hat noch eine Tochter hier. Bitte geht mir weg damit. Und die Armee wird jetzt endgültig ausgelöscht hier. Wir konnten sogar Napoleone gefangen nehmen. Und damit können wir die Forderung erzwingen. Ciro verliert 200 Prestige und wir können ihn, naja, einkerkern. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was bringt für die Dingens hier. Ja! Yes! Wir können ihm direkt das Herzogtum entziehen. Jawohl, es hat geklappt. Sehr schön. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Das sind richtig gute Neuigkeiten. Ja. Wunderbar. Republik Ferrara ist bei uns. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt zu viele Republiken? Müssen wir gleich mal schauen. Ein neues großes Haus hat sich gegründet. Ja, das ist jetzt hier das Haus de Fezensac. Ein französisches Haus in Italien, in Venedig. Das ist ja auch spannend. Nun denn, aber man muss sagen, wir haben alles geschafft, was wir wollten. Die Republik Ferrara ist in unserer Hand und ja, das ist auf jeden Fall gut. Jetzt befindet sich die Baronie da noch drunter. Faenza mit Ciro. Ja, die Baronie können wir ihm auch noch entziehen. Das wäre sowieso eigentlich egal. Die kann er ja auch behalten. Das ist ja völlig wurscht. Die Baronie macht ja nichts. Statt Imola. Das kennt man doch irgendwie aus der Formel 1. Na gut. Und Gianfranco ist hier aktuell unterwegs. Ja.
Okay, jetzt ist die Frage. Können wir die Baronie irgendwie rausnehmen aus der Republik? Weil die gehört doch eigentlich gar nicht dazu. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm. Uns gehört sie ja eh nicht. Naja. Wir lassen das mal so, wie es ist. Solange sich hier niemand beschwert, dass wir hier... Wir können Hum erobern? Wait, what? Wieso ist Hum jetzt eigenständig geworden? Gut, wir haben jetzt erstmal was mit dem jungen Ugolino, von meiner Erfahrung profitieren kann. Strebt nach wahrer Größe, mein Junge, auf geht's. Und dann sind wir Erzrivalen. Nee, ich glaube, das muss er alleine lernen. Er hatte schon ganz gute Trades. Da müssen wir jetzt keinen Rivalen draus machen. Aber warum ist denn Hum auf einmal eigenständig geworden? Das ist ja nicht so erfreulich. Da müssen wir ja gleich vermutlich den nächsten Krieg schon wieder erklären. Das ist ja, wie soll ich das sagen, doch sehr ungünstig. Aber, ja. Ja, der kann jetzt auch nicht viele ausheben, ne? 2000 Mann nur. So, ja, schon wieder ein Herrschaftsanspruch. Das können wir jetzt auch mal komplett sein lassen. Das hat sich jetzt ja erledigt. Wir könnten daran arbeiten, hier die Beziehung zu diesen Leuten wieder zu verbessern. Zu viele Herzogtümer im Besitz. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein Ding. Aber wir können jetzt das Herzogtum hier Raschka auch nicht mehr... Wir können es vernichten. Aber wir können es, glaube ich, nicht... Können wir es... Ja, er ist jetzt im Gefängnis. Das wollen wir ihm ja gar nicht geben. Können wir ihm den Titel entziehen? Ja, können wir. Da müssen wir nur gucken, wer das bekommt. Wir haben jetzt zwei... Wir müssen es ganz genau überlegen. Wir haben zwei Domänen frei. Wenn wir jetzt... wenn wir jetzt ihm den Titel der Stadt dort entziehen, bekommen wir diesen einen Titel. Dann haben wir eine Domäne bekommen. Wenn wir den Krieg hier gewinnen, dann bekommen wir die andere Domäne hier von Trigoviste. Das will ich auf jeden Fall wieder haben. Das ist ja ganz klar. Andererseits wollte ich eigentlich jetzt auch ein bisschen sparen auf ein neues Besitztum hier in Ravenna, auf eine nächste Stadt. Also beides kann ich eigentlich nicht selbst tragen, nur eins von beiden. Ich wäre für Hum und Raschka geben wir wieder jemand anderem. Dann entziehen wir ihm auf jeden Fall den Titel. Haben das jetzt selbst übernommen, ja, und müssten dann nur schauen, dass wir das bei Zeiten wieder abgeben. Das hat jetzt den Geplündertwert hier auch noch. Dass wir da jemanden einsetzen für die... Ja, für Raschka. Am Hof, wie sieht es denn aktuell aus? Wir halten ja aktuell auch noch zu viele Herzogtümer, das müssen wir berücksichtigen. Wir haben hauptsächlich eigene Verwandte am Hof. Und eine Menge Leute, die wir eingekerkert haben. Napoleone findet uns aber noch relativ okay. Clotaire haben wir auch eingesperrt. Von Apulien. Wie finden wir ihn denn, den Napoleone? Könnte man ihm eine Chance geben? Er ist 25, er ist noch jung, ein angesehener Arzt. Er kann aber nicht viel. Und er hat das Lagerfieber, also dem jetzt einen Titel zu geben, mit im Kerker gleichzeitig, das wäre sehr risikoreich. Ne, wir müssen tatsächlich jetzt ein bisschen warten, das bringt nichts. Chiro beschwert sich über die dunkle Zelle, ich würde sagen, verrotte doch, ist mir jetzt wurscht. Ja. Gottes Willen. Strebt nach Briktone töten, das ist okay.
Briktones umbringen ist immer gut. Was ist das hier? Untätige Ratsmitglieder. Doge von Ferrara. Ja, das wurden wir ja nur kurzfristig. Ich könnte Napoleone natürlich unter Hausarrest stellen. Vielleicht überlebt er dann ja. Vielleicht haben wir Glück und er überlebt dann. Wir haben jetzt ja echt viele, viele Gefangene. Ich weiß nicht, ob ich Clotaire nochmal freilassen will. Irgendwie. Der hat gegen uns rebelliert. Der hat das Vertrauen missbraucht. Also, will die Großstadt Bari noch haben, obwohl er schon Republiksinhaber ist. Also irgendwie, naja, so viele Freunde haben wir jetzt natürlich nicht mehr, das ist klar. Na, er hat schon das Herzogtum, er soll ja kein zweites bekommen nachher. Ne, aktuell sehe ich da irgendwie keine Handhabe. Ist so ein bisschen verwirrend aber auch gerade. Napoleone. Den habe ich doch gerade unter Hausarrest gestellt. Der ist doch gar nicht mehr im Kerker. Wieso hat der minus 30? Oder zählt das noch dafür? Keine Ahnung. Tja. Unsere Nichte ist an Pneumonie gestorben. An Lungenpest. Oh, das ist natürlich Pech. Giuseppa. Die hatten wir doch schon verheiratet mit dem Bastardsohn. Ah, ärgerlich. Die Tochter von Yves. Schade. Naja. Auch da können wir aktuell wenig tun, solange hier die Epidemie noch wütet. Nur in Venedig, da wütet sie zum Glück nicht. Arnoldo sagt, dass sein Lieblingsspielzeug verschwunden ist und dass er ohne es nicht zu Bett gehen könne. Ich glaube, ich habe es heute beim Aufräumen nach draußen befördert. Er wird eventuell übereifrig. Übereifrig, ist das neugierig? Nee, ist noch was anderes. Verlieren 30 Prestige. Und wird auch übereifrig. Na, wir schlagen mal vor, Neues zu kaufen. Wir haben das Geld aktuell. Aber er lehnte meinen Vorschlag, etwas Neues zu kaufen, ab. Er scheint zornig zu sein, dass ich so etwas überhaupt vorschlagen konnte. Naja, dem Kind kann man das nicht recht machen, dann eben nicht. Das ist dann irgendwie auch sein Problem. So, ein Bildungsschwerpunkt für Isabella. Ich sehe schon, oh, sehr schön, sehr zaghaft und manipulierbar. Sie wird eine sehr gute Bildungsausbildung genießen. Wird also sehr firm in Fragen des Glaubens womöglich werden. So, als durchlauchter Doge habe ich kaum Freizeit, aber für Raoul, meinen Sohn, da würde er Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Hauptsache, der stirbt jetzt nicht wieder. Hoffen wir mal, dass das gut geht. So. Oberbürgermeister Pandolfo von Foggia töten. Ja, das ist auch okay. Die haben schon wieder mehr Respekt wie wir. Wir müssen wieder mehr rein investieren. Und das machen wir jetzt auch mal. Wie sieht es mit den Kardinälen aus? Auch da Geld ohne Ende pumpen. Na, so viel, bis wir fast pleite sind. Denn wir brauchen auf jeden Fall den nächsten Kardinal. Wir haben schon wieder nur zwei da drin. Irgendwie kriegen wir das nicht hin, mehr wie drei reinzubekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gesoftcapped ist oder so. So, unser Kanzler muss noch was tun. Ja, ich würde mal vorschlagen, wir verbessern jetzt die Beziehung hier in Bologna, dass wir da hoffentlich ein bisschen etwas leisten können. So, die Armeeführung. Einen Wächter werden wir jetzt mal wieder wegnehmen. Und Adalberto auch. Und dann werden wir ihn zum Verbessern der Armee wieder schicken. Dann wird das auch günstiger. Wir kriegen wieder mehr Geld. Sehr schön. So, ich sehe schon, dass es immer noch nicht weggegangen ist hier. Das Lagerfieber hält sich hier hartnäckig im Norden. Na gut. Ich habe gesehen, wie Yves mit Schwertern hantiert. Und es ist kein schöner Anblick. Die Hälfte der Zeit scheint er zu vergessen, welche Seite die Schafe ist. Tja, sollte ich über Yves Unfähigkeit mit dem Schwert lachen oder weinen? Nun scheint Yves es zu glauben, dass ich ihm alles beibringen kann, was ich weiß. Ah, Yves, mein Halbbruder. Wir könnten das probieren, ihm das... Ja, wir probieren es mal.
Wir bringen ihm bei, wie man ein Schwert hält. Na, mal gucken, ob das funktioniert. So, ein Vergehrtheitsfokus für den jungen Raoul, den wir eben hatten. Da haben wir eine 3. Der wird also stolz. Das heißt, er könnte wirklich ein Kriegskünstler werden. Denn der hat hier null Verwaltung. Das ist allerdings echt nicht gut. Naja, schauen wir mal, ob die stolze Bildung ihn irgendwo hinbringt. So, und dann... Papst Marinus ist gestorben. Clemens VI. Ja, das ist der Kollege hier von Duelland. Das ist, glaube ich, der Kollege von... Der nächste Kollege kommt wieder nicht von uns. Der nächste Papst, das ist ja echt zum Haare ausraufen hier. Wir geben so viel Geld da rein und es bringt so wenig. Können wir wenigstens mal den nächsten Kandidaten jetzt reinbekommen? Wieder nicht? Das ist wieder ein anderer geworden. Warum? Ich habe doch gerade das Geld noch da reingepumpt. Das gibt's doch nicht. Das muss ich doch mal bezahlt machen. Ja, nehmen wir halt wieder alles Geld da rein, was wir kriegen können. Junge, 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 ey. Das ist ein teures Vergnügen hier mit den Päpsten. Aber da wir religiöse Eiferer sind, müssen wir das tun. Da gibt es... Na, lass mich mal klicken. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Krasser Bart hat Raoul inzwischen. So, euren Vasallen oder einen Sitz im Kardinalskolleg zuerkannt. Na endlich, na toll. Kollege Nummer 3 hier. Aber, ja. Ach, mal gucken. So. Ja, das Geld wird nicht mehr, weil wir die ganze Zeit irgendwo was ausgeben müssen. Das ist natürlich echt ziemlich bitter. Meine Gattin Edda ist wieder schwanger. Sehr schön. Ja, das läuft doch wie am Schnürchen hier. So, aber in Hum müssen wir bald was machen, bevor sich der Nächste das holt. Heiliger Krieg. Oder ein De Jure. Ich glaube, De Jure-Krieg reicht ja hier. Oder wird beim Heiligen Krieg, wird da irgendwie die Religion dann schon umgestellt? Nee, ne? Also wenn wir den Krieg gewinnen, bekommen wir 100 Pietät, 50 Prestige. Der katholische Glaube kriegt 3 Autorität. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Übernimmt alle anderen Titel. Also wir würden alle Titel der Republik Raschka übernehmen. Krass. Der Republik Raschka? Warum? Weil eine Provinz dort nicht mehr katholisch ist, oder was? Aber Hum ist doch katholisch. Ja, die Herrscher hier sind es nicht, aber die Provinz ist doch katholisch. Wieso kann ich da überhaupt einen Heiligen Krieg machen? Sämtliche Titel unter dem De Jure-Titel Herzogtum Raschka abnehmen. Also alle... Ja, weil die sich unter dem Titel befinden, oder was? De Jure. Ja, die Großstadt Hum kann ich ihm dann aber nur abnehmen, ne? Genau, darum geht's dann nur. Das ist also im Prinzip nichts anderes, als wenn ich einen De Jure-Anspruch mache, außer dass es dafür Pietät gibt. Ja, laut... Also nach den Regeln des Rollenspiels müssten wir das eigentlich auch machen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Wir übernehmen den Titel ja so oder so im Heiligen Krieg. Das werden wir machen. Aber wisst ihr was? Das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Da die Folge sich schon dem Ende zuneigt und ich das jetzt nicht nochmal extra starten will. Ja, Byzantinisches Kaiserreich hat sich wieder erholt hier. Immer noch genauso stark, genau wie das Heilige Römische Reich. Das ist alles wie bisher. England existiert auch immer noch nicht, 1064. Mal gucken, ob es hier demnächst auch die Invasion aus der Normandie gibt. Das sieht aber nicht so aus, es ist nur eine Grafschaft hier. Und Frankreich existiert ja auch in keinster Form, oder das Frankenreich. Es ist alles sehr, sehr ahistorisch verlaufen, aber das ist ja auch mal interessant. Litauen hat sich hier oben echt viel, viel einverleibt. Sehr interessant. So, liebe Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn nicht... Dann bitte ich euch um Rückmeldung in den Kommentaren, wieso. Und falls ihr Fragen habt, sowieso bitte alles in die Kommentare reinballern. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal.
und denkt auch an diese bekannte Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute. Ich bin euer Tastenhauer und sage ciao, ciao.